Skandalvideo von Zürich. Beschlagnahmt. Die drogenzüchtige Terroristin Adelheid Metzler verübte den blutigen Anschlag auf die Vereidigungsfeier der Drogensonderabteilung der Stadtpolizei Zürich. Zwei Polizisten überleben und nehmen die Verfolgung auf. Ohne Gnade. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu SAFT-TV. Am 29. November 1993, am Morgen um 7 Uhr, haben die Beamte von der politischen Polizei am Wohnort von Mitarbeitern vom Film Blutgeil den Film beschlagnahmt. Und nicht nur der Film, sondern auch noch anderes Material, das allerdings in keinem Zusammenhang zum Film steht. Begründung für die Aktion war die Verletzung von § 135, wo es verbietet, menschenverachtendes Material herzustellen und zu vertreiben. Eine weitere Begründung war die schwere Körperverletzung. Das soll sich beziehen auf den Mann, der an den Demonstrationen nach der Schliessung vom Wohlgrund verletzt worden ist. Wir haben hier ein exklusives Interview mit den zwei Schauspielern, die beiden Polizisten im Film dargestellt haben, mit dem Seelenlos und mit dem Ärger. Was meinen die beiden zum Medienrummel und zum Verbot vom Film Blutgeil im Zusammenhang mit der Schliessung vom Wohlgrund? Ich empfinde das klar als einen Fall von politischer Zensur an, dass da politisch missliebige Inhalte gebodigt und verboten werden sollen. Und ich misse das auch daran, dass eben einerseits ist, der Hausdurchsuchungsbefehl ist wegen Körperverletzung ausgestellt gewesen. Das heisst, sie wollen uns irgendwie Folgen von den Ausschreitungen von der Wohlgrundräumung, wenn sie uns auch unterschieben. Sie sind nicht nur wegen dem Film vorbeigekommen. Andererseits, das wegen dem Film ist ja ein Strafrechtsparagraf, 135. Aber es war ja nicht so, dass irgendwie normal einfach die Polizei bei uns vorbeigekommen ist. Sondern es hat sich da im sogenannten Büro um politisch motivierte Straftaten gehandelt, wo da in unserem Haus eingefallen ist. Und zwar in einer Art und Weise, die einfach wirklich massiv war. Ich meine, sie haben 7 Leute verhaftet und sie haben über 40 Polizisten da dafür aufgeboten. Und wie sie selber dann konkret vorgegangen sind, das entlarvt sie gerade nochmal in meinen Augen. Kannst du noch etwas sagen? Ja, also eben, wir sind dann am Morgen um 7 Uhr, sämtliche Leute sind aufgewacht, haben in einen Skiwerfer hineingeschaut. Ich habe mich dann irgendwie nackt aus dem Bett rausgekrochen, nach Unterhosen getastet, mich angelegt und erst dann gemerkt, dass die Herren Polizisten das Ganze aufgenommen haben auf einer Videokamera, wie wir aufstehen eigentlich. Und also ich finde es einfach ein Witz, weil wir werden angeklagt, irgendwie menschenverachtendes Bildmaterial hergestellt zu haben. Und die Polizisten, einfach das ist menschenverachtendes Bildmaterial. Also jetzt ist ein riesiger Medienrummel um den Film Blutgeil entstanden. Es ist geschrieben worden, Empörung weit und breit, also Blick, Tagesanzeigen, NZZ. Grosse Zeitungen haben sich da an den Film gekümmert. Also wie haben die denn auf den Rummel reagiert jetzt? Ja, also wir sind total überrascht gewesen, dass eigentlich alle Medien den Film eigentlich so verrissen haben. Wir haben 4 Kopien verschickt an NZZ, Dagi, WOTS und Blick. Primär eigentlich, dass die betreffenden Zeitungen das in Veranstaltungskalender aufnehmen, vielleicht noch Kritik darüber schreiben, aber anscheinend haben eine Kopie irgendwie von einer Redaktion von einer Zeitung dann den Weg zum Bezirksanwalt gefunden. Und eben, wie gesagt, die, würde ich jetzt mal sagen, Hetzkampagne gegen unseren Film ausgelöst, dann schlussendlich. Also mir hat es auch erstaunt, die grosse Reaktion. Ich gehe ja eigentlich davon aus, dass wenn etwas erscheint, das politisch auch nicht so beliebt ist vielleicht, dann läuft es ja meistens so nach dem Schema, dass zuerst versuchen, das totschwiegen einfach. Und wenn sie es nicht mehr totschwiegen können, dann nachher versuchen sie es abzumachen. Und wenn sie es nicht mehr abmachen können, schlussendlich sagen sie dann, es war von uns gewesen. Und ich hätte auch meine Einschätzung wäre eher gewesen, einfach, dass sie denken, wir schwiegen das zu tot. Und dass wir anscheinend jetzt doch schon in dem Stadium sind, dass sie versuchen, uns den Boden zu machen. Das zeigt mir ja, dass sie uns als Künstler ernst nehmen, da sich das ihnen zugetraut haben.
Wie fest haben wir jetzt der Rummel, der jetzt passiert ist, eben eingeplant oder nicht? Das würde mich jetzt so noch genau wundern. Oder ob wir auch darauf machen, oder mindestens vielleicht damit gerechnet haben, dass es könnte noch etwas nach sich ziehen, jetzt vielleicht nicht gerade die Beschlagnahmung oder so, aber dass vielleicht eben eine Kontroverse entsteht. Die einen finden, doch, das ist Kunst, die anderen finden, nein, das ist nur ein Brutalo. Und dass diese Kontroverse dann eigentlich das weiterentwickelt, oder dass man nachher eine Dokumentation macht von dem, was entsteht, eben wie ein Aktionskunstwerk. Also, was für einen Stellenwert hat es denn bei der Produktion des Films gehabt, oder im Gesamtkonzept, das ich gehabt habe? Ja, es ist ja so, dass du das nicht planen kannst, schlussendlich sowieso. Aber eben die Kontroverse, die wir auslösen wollten, wäre eigentlich nicht darum gegangen, eben, ist das jetzt Kunst oder Brutalo gehört, das verboten oder nicht. Sondern es ist uns mehr um die Stereotypen gegangen, die halt in den Köpfen der Leute existieren. Und dass wir diesbezüglich eine Kontroverse auslösen, eben, dass es wird Leute geben, die finden, eben, ja, die einen kommen zu gut weg und andere Leute werden finden, die anderen kommen zu gut weg. Und, oder zu schlecht, oder je nachdem, dann halt zu schauen, wer reagiert wie, auf was und warum. Also es ist euch effektiv darum gegangen, eine Kontroverse auszulösen. Es ist einfach ein anderer Lauf genommen, als ihr das eigentlich euch vorgestellt habt jetzt in dem Fall. Ja, also eben wir, also eigentlich irgendwie haben wir gedacht, wenn es Kontroversen auslöst, dann nachher höchstens bei dieser Uraufführung im Wohlgrot, wo wir irgendwie dann gehört haben, dass gewisse Leute sich irgendwie da dran stossen. Aber eben, dass dann irgendwie so gross irgendwie Kontroverse und eben Gerichtsprozess nach sich zieht, das ist... Also. Soweit zum ersten Teil des Interviews. Es waren vermutlich politische Gründe, die zum Verbot und zur Beschlagnahmung von dem Film geführt haben und nicht der Paragraph 135. Der Medienrummel hat die zwei völlig überrascht und sie halt vor Verurteilung doch vom Film und Medien für ungerechtfertigt. Was aber war die Motivation, den Film zu drehen, und ist er wirklich so brutal? Ja, also ich finde, der Streifen ist gar nicht so brutal, wie das angestellt wird. Ich finde ja, wenn man vergleichbar mit vergleichbaren Filmen vergleicht, dann würde man sehen, dass der Film durchaus im Rahmen liegt. Und was für mich ist, ist, dass der Film ist eigentlich eher lustig gedacht war. Also eigentlich handelt es sich so um eine Parodie halt von den Vorstellungen, von den Vorurteilen, die rum sind in den Köpfen der meisten Leute anscheinend, also zum Beispiel so von Hausbesetzern über Polizisten, eben, dass die alle sadistisch sind und gnadenlos das ausnutzen, wenn sie einmal am Drücken sind. Und wenn etwas nicht gerade konform ist, dann gibt es nur noch eins, nämlich Peng. Und handkehrum existieren ja bei den Polizisten, und das ist in der Bevölkerung auch so ein Stereotyp über Hausbesetzer zum Beispiel, eben, dass die auch alle blutrünstig sondergleichen sind und den ganzen Tag nur Drogen konsumieren bis am Dach runter und sonst nichts zu tun haben. Und dass sie natürlich alle zusammen fanatische Polizistenhasser sind. Und wenn sie einmal würden einen Polizisten kriegen, dass sie ihn gerade bei lebendigem Leib auffressen würden. Eigentlich machen wir uns eh noch über so Vorstellungen lustig und spielen die gegeneinander aus, was wir hier in welchen ultra brutalen Streifen machen. Das ist dann, weil also du kannst schon ja, feine Filme machen und so Leute ansprechen. Aber was anspricht oder was die Leute ihre Panzerung oder so durchbricht, sind irgendwie eben so einfach die Headlines und Schlagziele und einfach, wo sie irgendwo vor den Kopf stoßen. Und dann kommen sie kurz aus der Fassung. Und eigentlich das ist das, was wir eigentlich wollen. Weil einfach der Vorgang, dass Menschen ihre Fassung kurz verlieren, einfach das hat auch irgendwie etwas von. Ja, neben sich selber stehen oder über sich selber sich ein Urteil bilden oder so. Also ich erlebe jetzt Zustände, wo man mir früher noch gesagt haben, die im Osten und so. Dort kommen sie am Morgen um 7 Uhr vorbei und holen dich ab, weil du ein Buch geschrieben hast oder einen Film gemacht. Ich muss dafür auch persönlich sagen, einfach von mir aus, ich habe einen Eintrag in den Fischen von der politischen Polizei, weil ich eine Ausstellung organisiert habe. Ich habe nochmal einen Eintrag in den Fischen von der politischen Polizei, weil ich ein Buch geschrieben und rausgegeben habe. Ich habe ein Bussenverfahren am Laufen, weil ich eine Ausstellung gemacht habe. Und jetzt sollten wir ins Gefängnis, weil wir einen Film gemacht haben. Soweit zum Stand der Dinge am 6. Dezember 1993, eine Woche nach der Beschlagnahmung des Films. Inzwischen
ist eine Mitteilung vom Regisseur Lö Li eingetroffen, der folgendes zu entnehmen ist. Der Polizeisprecher Bruno Kistler hat den Film Blutgeil zu einem 16-jährigen Schüler gezeigt. Das nach einem Interview, das die beiden mit ihm im Rahmen eines Video- und Medienkurs geführt haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in SAP TV.